Single-Dosing-Mühlen machen das, was wir beide zu Hause machen, nämlich einzelne Portionen abwiegen und dann eben zubereiten. Und immer mehr Mühlen greifen dieses Prinzip auf. So auch die DF83, die sich aufschwingt, eine der interessantesten Single-Dosing-Mühlen in ihrem Preisbereich zu werden. Lass uns besprechen, warum, und wir gucken am besten direkt drauf. Du machst auch Single Dosing, oder? Ja, ich habe nichts mehr anderes. Was bedeutet Single Dosing? Das ist eine gute Frage. Single Dosing heißt einfach, ihr wiegt vorher ab, ihr wiegt die Bohnen ab, macht die in eine Mühle und im Normalfall mahlt sich die Mühle leer mit irgendwelchen unterstützenden Tools, oft mal mit Blasebalken oder irgendwie sowas. Aber eigentlich sollten 18 Gramm innen, 18 Gramm auch wieder rauskommen. Und das ist schon eines der wichtigsten Testkriterien, was wir ja bei allen Mühlen anschauen. So auch bei der DF83 mit sagenhaften 83 mm Mahlscheiben in einem relativ mittleren Preissegment, würde ich mal sagen. Rund 699 Euro kostet diese Mühle. Und ja, ist damit, würde ich sagen, so im Preisbereich der Niche Zero, die auch ein bisschen der Wegbereiter war in diesem ganzen Single-Dosing-Thema zu Hause. Und für viele von uns, für viele von euch, ja, die logische Single-Dosing-Mühle, die wir zu Hause haben. Wir haben auch einige davon in der Kaffeeakademie. Und meine Frage ist ein bisschen, ist diese Mühle vielleicht die Nachfolgermühle, vielleicht die Mühle, die wir euch empfehlen können, auch als, ja, als Single-Dosing-Mühle, die eine gute Arbeit leistet, die preislich ein bisschen günstiger sogar ist, weil wir hier eben nicht die ganze Import-Thematik haben, die wir ja bei der Niche mittlerweile haben, seit Großbritannien nicht mehr in der EU ist. Ja, es ist nicht einfacher geworden. Und als wir den Ursprungstest gemacht haben, da war das eben noch anders. Und dann hat sich das aber geändert. Und seitdem ist es viel schwieriger, an die Mühle zu kommen. Und es gibt auch keine Vertretung in Deutschland, Schweiz, Österreich, was jetzt hier bei der DF83, die auch als Turin oder als GI Otta bekannt ist, was bei dir anders ist, Michael. Ja. Und eben, es ist eine recht schwere, ja, durchaus voluminöse, ist das so ein Kraftprotz? Ne? Ja, also innen und außen, würde ich sagen. Ja, 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 absolut. Hey, sie hat einfach, also als erstes Mal ist ein abartiger Motor drin. Das ist ja echt Wahnsinn. So Motoren, ich glaube 550 Watt, ja, haben wir sonst auch zum Teil in gastronomietauglichen Mühlen. Ja, oder der ist noch größer. Also es ist wirklich super viel Leistung. Dann in Kombination mit 83er Mahlscheiben, das einfach, ihr habt krasseste Mahlzeiten. Also das können wir schon mal einmal raushauen. Ihr macht über 35 Gramm in 10 Sekunden. Das ist einfach mal, ja, Bohne rein, Knopf drücken, rutt. Also ich finde, das ist Gastronomie. Ja, auf jeden Fall. Wenn absolut. Ich irgendwem empfehlen würde, in der Gastronomie Single Dosing zu machen, was ich euch nicht empfehlen würde, aber dann ist das top. Wobei, man kann natürlich auch einen Bohnenbehälter draufsetzen, ist ganz wichtig, ja, der kommt auch mit. Also der ist auch dabei. Genau. Und ansonsten Größe, Breite, Höhe, Gewicht, mein Lieber. Ja, jetzt eben. Wir sind bei 10,5 Kilo Gewicht. Mal dieses Setting ohne den Bohnenbehälter obendrauf. Wir sind dann bei einer Breite von 15,3 cm, einer Tiefe von 25 cm und einer Höhe von 36,5 cm. Gemessen übrigens Breite, das muss ich noch ergänzen, mit dem Kabel. Ah ja, weil das Kabel ist natürlich, ich wollte das jetzt nicht wegdrehen, sondern ich wollte die Mühle einmal von der Seite zeigen. Das Kabel ist natürlich denkbar bekloppt. Naja, ich meine, also... Ja, ich finde kein anderes Wort dafür. Falls ihr eure Mühle schräg auf den Tisch stellt, stört euch das mal am Kabel natürlich nicht. Sobald ihr die Mühle aber gerade stellt, habt ihr hier immer rechts so ein Kabel rauskommen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Selbst bei meinem Tisch, wo die Mühle auf der Seite steht, ist es natürlich die Seite, wo das Kabel auf der anderen Seite rausgeht. Das macht auch keinen Sinn. Man könnte das jetzt, wenn hier die Espressomaschine ist, elegant unter die Espressomaschine führen und da hinten zusammen abführen. Weil es ist nicht auf der Schäumseite. Bei vielen Maschinen ist die Schäumseite rechts. Ja, ja, ich habe jetzt aber mittlerweile die Schäumseite links. Ja, ja. Also, nee, bei vielen Maschinen ist die Schäumseite links und jetzt ist die Schäumseite...
Warte mal. Na, ich schon gesagt, das ist immer rechts. Dann hat die GS3... Nee, die Scheibenseite ist links, lieber Freund. Sag ich doch. Weil ich hatte sie auch immer links. Die GS3 hat die gleiche Seite und jetzt habe ich sie auf der anderen Seite. Hä? Kannst du das in den Nachspann bringen? 1000 Maschinen getestet. Ist immer links. Ist immer links. Ja, wir haben hier nur Maschinen mit rechts. Ja, hier auch. Aber es ist immer links. Bei mir zu Hause würde es passen, aber weil ich halt eine Maschine habe, die eine Dampfpflanze rechts hat. Kurz zum Kontext dazu. Wir würden euch immer empfehlen, die Mühle da zu haben, wo eben die Dampfpflanze nicht ist. Und da wir davon ausgehen, dass die meisten von euch irgendwo in einem klassischen Zweikreiser-Bereich sind, das sind die meisten Dampfpflanzen einfach links, da macht es jetzt nicht wahnsinnig viel Sinn. Die ganze Wertigkeit ist wertig. Also ja, das ist einfach wirklich richtig schön. Hier fast aus einem Körper, hier einmal abgesetzt, der obere Teil ist nicht ganz in einem überzogen, aber es ist dieses schwarze, schwere, lackierte Metall. Es fühlt sich gut an, es fühlt sich wertig an. Ja. Und auch, ich finde jetzt auch, also ich finde, dass der Mahlgradregler immer noch angeschraubt ist. Das finde ich ein bisschen... Es eröffnet einfach mehr Spielraum, wenn man dann vor allem mit anderen Mahlscheiben arbeitet, weil die von der Positionierung immer anders sein könnten. Dann macht das wieder Sinn. Aber ansonsten denke ich mir eigentlich, dass das... Jetzt habe ich ein bisschen fest angezogen. So, dass man das eigentlich auch fixieren könnte. Ich habe aber auch bei der DF 64 dann gehabt mit den SSP, dass der Punkt halt komplett verschoben war und dann habe ich den einfach zur Seite gestellt. Aber immerhin ist diese Markierung jetzt mit dabei. Man muss sie nicht mehr selber drucken. Auch dieser Holzdeckel zum Blasebalg und für alle, die eine DF64 hinten haben, wenn sich dieses Etikett hinten weglöst, dann schneidet man sich oft gerne an diesem Etikett. Das ist mir ein paar Mal passiert. Genau, der Becher ist auch... Also der ist jetzt nicht mehr dran. Der ist nicht mehr dran, genau. Ja. Der Becher finde ich sehr hochwertig, schon fast, es ist einfach crazy. Aluminium. Es erleichtert euch natürlich die ganze Erhöhung, ist natürlich super, weil einfach alles in den Becher reinfliegt. Also ganz kurz, um das zu erklären, man kann im Prinzip hier reinmalen, das passt auch bündig auf den Siebträger. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, auch das aufsetzen und dann direkt reinmalen, dann fliegt weniger nach links und rechts und auch das Ganze passt so in den Siebträger. Also smart gemacht. Es bleibt immer ein Stückchen oder ein bisschen was zurück. Haben wir aber bei den meisten Dosierbechern. Ja. Michel, dann können wir hier das Ganze den Stumpf abnehmen. Auch hier finde ich relativ clever gelöst. Man wollte gegen das Popcorning arbeiten und hat hier so eine Verdichtung oder eine Verengung gemacht. Das ist so ein bisschen so ein Reusenprinzip, wie bei den Fischen. Die schwimmen rein und kommen nicht mehr raus. Und jetzt kommen hier eben keine Bohnen mehr raus. Und genau das haben wir hier auch. Ja. Also die springen dir nicht mehr so entgegen, wobei natürlich, du hast ja auch einen Deckel, ne? Ja, aber Bohnen kommen trotzdem ein bisschen hoch zum Deckel. Aber es hält sich wirklich in Grenzen, durch das es auch nach außen malt. Und dann habt ihr, das habe ich noch nicht ganz geschnallt. Wir haben ja vorher schon gesagt, ihr hättet theoretisch einen Bohnenbehälter, den man nutzen könnte. Ich habe den Sinn noch nicht verstanden. Also ich könnte mir jetzt eins vorstellen. Und zwar kannst du hier für deinen Kumpel jetzt einen ganzen Bohnenbehälter leer malen, beziehungsweise einmal den Kaffeebeutel durchmalen. Fetter Motor, fette Mahlscheiben, relativ geringe Aufheizung und dann ziehst du einfach durch. Aber es gibt, deswegen verstehe ich deine Skepsis etwas nämlich nicht, nämlich keine Zeitdosierung. Also ihr könnt nicht sagen, mal mir 8 Sekunden und dann habt ihr hier 18 Gramm drin, was ja klassischerweise bei Mühlen mit Bohnenbehälter der Fall ist. Also so funktionieren eigentlich alle Dosiermühlen. Und die funktioniert jetzt eben nicht so. Genau. Und deswegen ist dieses Ding nett dazugegeben, kostet wahrscheinlich auch nicht viel in der Herstellung, fühlt sich im Gegensatz zum Rest der Maschine auch ziemlich billig an und ist jetzt hier so, weiß ich auch nicht, noch dabei. Genau, das finde ich eine schöne Formulierung, es ist noch dabei. Ich habe keine Freunde, wo ich Kaffee vormal, weil
sind's nicht, Freunde. Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Ja, aber ist ein bisschen böse formuliert, aber es ist einfach schade um euren Kaffee. Darum würde ich keinen Kaffee vormachen, aber ich weiß, was du meinst. Genau, es gibt noch so zusätzliche Gummis dazu. Einmal für diese Aufhängung ist uns auch schon eines verloren gegangen. Ja. Genau, das kann man so da drüber stülpen. Dadurch sitzt einerseits der Siebträger. Kannst du mir mal kurz einen Siebträger geben? Oder auch der Bohnen-Dosierauffangbehälter besser. Und das kann man natürlich auch so machen. Man kann direkt da reinmalen. Man kann aber auch jetzt Folgendes machen. Ihr könnt theoretisch auch sagen, wir setzen das da drauf und je nachdem passt es dann eben auch. Also das ist schon einfach smart. Ja. So, und wenn ich jetzt dann sage, Elefant im Raum ist die Nische, die als, ich würde sagen, Branchenführer, zumindest was die, doch auch was den Absatz angeht im Single-Dosing-Bereich, ist das, glaube ich, die Mühle, die in den letzten Jahren einfach von sich hat reden gemacht. Da hat die eigentlich wenig Gegenargumente an dieser Stelle. Ja. Also keine Siebträgeraufhängung. Das, was damit kommt, ist weitaus nicht so gewieft wie das hier. Und das ist schon cool gelöst. Genau, ich war jetzt nur ganz skeptisch, wenn ihr es wirklich so malt, dass ihr den Ring eben nicht zusätzlich drauf macht, dann wird es schwierig, dass ihr wirklich alles im Siebträger drin habt. Es hat schon eine gewisse Streuung, auch durch das, dass sie so schnell ist. Gibt es auch noch ein paar Tipps dazu. Aber genau wie du gesagt hast, man kann den ja wirklich auch nutzen. Da bleibt halt auch ein bisschen noch am Rand hängen. Ja, aber es ist ein, kann man ordentlich nehmen. Und sonst einfach mit einem klassischen Dosing-Ring, der ein bisschen eine Verbreitung hat, das geht. Geht auch, haben wir auch ausprobiert. Dann gibt es einen kleinen Pinsel dazu. Ja. Ja, danke dafür. genau, das finde ich dann... Ich finde es cool. Ja, ich... Es ist noch kein Wasser drin. Wir haben ein eigenes. Aber ja, ich finde, das könnte auch hochwertiger sein. Ja, man könnte das hochwertig machen, wenn wir sagen, rund um diese Espresso-Maschine, das ist ja für viele von euch und für uns auch so ein schicker Bereich. Wir wollen schicke Maschinen, wir wollen gute Maschinen, aber es soll auch nach was aussehen. Deswegen haben wir auch einen tollen Temper. Und nicht alles muss immer gut aussehen, funktioniert auch, wenn es nicht so gut aussieht. Ja, und das sieht jetzt hier aus wie so, ich sag mal, irgendwie aus einem Blumenladen, das billigste Plastikgedöns. Es gibt eine gewisse Diskrepanz. Ja, weil das und das... Aber wiederum, ne? Es ist dabei. Ja. Fertig. Genau, das ist wunderbar. Für alle, die sich jetzt fragen, hä, was macht ihr denn da drauf? Wenn ihr vor dem Kaffee malen ein Spray einmal, ich würde jetzt nicht zu viel drauf machen, auf den Kaffee gebt und dann den Kaffee ein bisschen schüttelt und das dann in den Bohnenbehälter bzw. in die Mühle reinmacht, löst ihr so oder reduziert so bei gewissen Mühlen sehr stark die Statik. Das kann helfen, das ist ein Ansatz. Müsst ihr auch keine Gedanken machen, der Kaffee geht dann nicht, also das Wasser geht nicht in den Kaffee rein, für das ist es einfach auch zu wenig und zu kurz und zu kühl. Das in Kombination tut denn eigentlich gut, vor allem für die Statik. Michel, um diese Geschwindigkeit zu kontextualisieren, 35 Gramm hast du gesagt? Über 35 Gramm in 10 Sekunden. Das. Es gibt eigentlich in unserer gesamten Mühlentestreihe nur eine Mühle, die wirklich nochmal richtig schneller war. Das ist die Grind by Weight von Mahlkönig, die ja 2000x kostet. Und die Quama war noch ungefähr in dem Bereich, was hatten wir noch? Die Eureka Single Dose mit den großen Mahlscheiben, die war auch relativ schnell. Aber 27 Gramm oder sowas? 27 Gramm, also sind schon noch 7, 8 Gramm entfernt, auf jeden Fall. Und das ist schon klasse. Ja, ja. Meine große Frage ist, wenn ich jetzt auf diese Mühle schaue und mir überlege, es gibt keine Öffnungen und so weiter, zwei Fragen habe ich. Einerseits, wie ist es mit der Temperaturentwicklung da drin? Und dann natürlich wiederum, wie ist es mit der Lautstärke? Wir haben einmal eine Lautstärke von 85 Dezibel. Also schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Gut, Motor, dicke Mahlscheiben, da geht was ab, ne? Genau, also das ist, ja, da hört man was auf jeden Fall. Es ist jetzt im Kontext mit anderen Mühlen, ist es nicht leise, aber es ist auch nicht super laut. Und es hört sich auch nicht so schrecklich an wie bei Maria. Sie hat eine schöne Akustik. Und vor allem, man merkt einfach, da dreht ein Motor, der ganze Tisch vibriert.
Das geht eigentlich noch, für das es so viel Leistung ist. Genau, also da ist richtig Leistung drin. Und Temperatur ist wahrscheinlich auch den großen Mahlscheiben geschuldet. Da gehen wir als Höchstwert aus den Messungen mit 29 Grad raus und einer Temperatursteigerung von 1,5 Grad über diese Malungen. Siehst du, deswegen meinte ich, man kann den Beutel auch durchmalen mit dem Bodenbehälter. Ja. Nein, malt bitte keinen Kaffee vor. Nein, aber ich meine auch im Café und so weiter gibt es das ja immer wieder, dass Leute sich, also du kannst mit der Mühle das machen. Natürlich sollte das nicht gemacht werden und so weiter. Frisch malen ist Qualität und so weiter. Aber ich will ja nur sagen, die Mühle hat die Power, die Mühle hat die Möglichkeiten und sie heizt nicht auf. Also jetzt mal ganz unideologisch gesprochen, ist das möglich? Ja. Ich formuliere das aber immer gerne mit deinen Worten, wenn mich jemand sagt, Kaffee. Ich habe meine eigenen Worte gegen dich verwendet. Auf jeden Fall, weil den ersten Schritt, um 100% der Qualität zu steigern, ist frisch zu malen. Egal was. Nee, der erste Schritt ist überhaupt zu malen. Was willst du ganze Bohnen? Also nicht vorgemahlen zu kaufen. Ja, eben. Es kommt darauf an, wie schnell du den Kaffee dann verbrauchst. Whatever. Wir haben einfach beide recht. Komm, die Mühle kann das. Das ist nicht zu, das ist aber nicht zu empfehlen. Totraum, wir sind bei 1,6 Gramm Totraum. Da müssen wir echt noch einen Haken dran setzen. Einen Haken? Kann man das sagen? Einen Haken? So. Willst du es abhaken? Nein, eben nicht. Ich möchte was ergänzen. Ja, dann hau mal rein. Sie hat manchmal echt einen Hang zum Verstopfen, kann man es Verstopfen nennen? Ja doch, man kann es schon fast, doch man kann es Verstopfen nennen. Durch die Statik, die im Inneren passiert, darum ist das keine dumme Idee. Oder eine andere Lösung, kommen wir auch noch gerade dazu. Hatten wir auch den Moment, wo ihr 4,5 Gramm Totraum habt. Nämlich, weil einfach innen drin alles kleben und hängen bleibt. Und das ist echt was wir als erstes hier empfehlen würden, können wir nachher auch gleich noch zeigen, Flapper raus. Ja. Also zumindest den zweiten das Teil des Flappers. Das finde ich absurd. Ne? Die hatten ja schon die gleiche Thematik bei dem Vorgängermodell. Ja. Da hast du diese ganze Verstopfungsgeschichte gehabt und hier jetzt wieder. Dann hast du noch einen verengenden Auslaufschaut da drin. Also, und ja. Ja. Es bleibt einfach Kaffee. Ihr müsst jedes Mal konsequent den hier machen. Ja. Wenn ihr den rausnimmt, wird es besser. Ja. Es wird nicht schlechter. Ja, ihr habt eine gewisse statische Ladung. Ja, ihr könnt da aber spritzen und so weiter. Ja. Und es ist, ich finde, das nervt und ich wundere mich da. An manchen Stellen haben sie sich ja weiterentwickelt hier jetzt. Haben auch auf die Community gehört, so ein Beispiel hier. Und das ist aber, ehrlich gesagt, noch ein bisschen überschaubar gut. Zeigen wir euch noch, wie ihr den rausnehmen kommt. Wir machen sie nachher noch auf. Kleiner Tipp noch zum Pumpen. Der ist nicht von mir, der ist von Björn. Der Björn war am Wochenende bei der Humber-Meisterschaft mit dabei. Und ich hatte ja die GJ bis vor ein paar Wochen wirklich zu Hause und ich habe immer so gepumpt. Mhm. Und Björn pumpt so. Es löst sich viel schneller der Druck raus. Fand ich richtig smart, einfach anstatt durchzudrücken, nur so anzutippen, dann macht es mega schnell wupp und das bisschen ist raus. Wir können das jetzt so nennen. Wir benennen jetzt den Björn-Move nach dem Björn-Vierter bei der ersten Homebarista-Meisterschaft. Grüße gehen raus. Okay, schön. Damit lösen wir dann diesen Rückstand, diesen Totraum von 1,6. Ja. Und wir lösen ihn auch, wenn wir lange malen. Denn natürlich ist es eine Single-Dosing-Mühle. Wir haben noch einen gewissen Rückstand. Ja. Wie groß ist der Rückstand? Wenn wir 30 Sekunden malen, das ist mal unser Maßstab. Ich meine, 30 Sekunden bei der Mühle malen ist ein bisschen lang, weil ihr habt das ja viel schneller durch. Aber in Verbindung mit dem, es bleibt doch noch ein bisschen zurück. Es hat so ein bisschen, wohlverstanden, mit Originalverbauung. Wir wollen ja dieses Testszenario immer so, wie ihr die Mühle kriegt. Ihr könnt das etwas verbessern, indem ihr wirklich diesen Flapper rausnimmt. Und Statik ist sowieso mit dem hohen Becher, ist das dann kein Problem mehr. Und dann, wenn ihr sie standardmäßig nutzt, habt ihr, sag jetzt mal so, plus minus eine Varianz von etwa 0,1. Mhm. Also ihr habt mal 18 in und dann kommt 17,9 raus und wahrscheinlich bei der nächsten Malung oder bei der übernächsten dann 18,1. Es ist so, aber ich glaube, es ist ein Meckern auf hohem Level. Das ist ganz wenig. Wir hatten bei der Niche Zero damals 0,05 Abweichung. Ja, und wir haben auch noch Mühlen im Test, die mit 0,05 kommen werden. Mhm.
aber das ist... Also hier haben wir jetzt 0,11 Standardabweichung gehabt über diesen Ausmalen, Pumpen und das, was dann da noch an Abstand bleibt. Aber das ist wirklich sehr gering und ja... Also, ne, größere Mahlscheiben. Im Prinzip auch immer die Gefahr von größeren Räumen und so weiter. Und ich finde, das äußert sich jetzt hier nicht besonders. Ja, vor allem auch trotz 83er Mahlscheiben. Das ist ja auch, je größer der Bereich rundherum durch die Mahlscheiben, je mehr Platz ist da eigentlich vorhanden. Das habt ihr hier wirklich, also 1,6 Totraum ist ja immer noch im proportionalen Verhältnis zu den Mahlscheiben super wenig. Das heißt einfach, der Weg zwischen der Mahlkammer und dem Weg nach außen, das sieht man hier auch super von der Form, der ist so kurz, dass sich halt der Totraum nur auf den Bereich außerhalb der Mahlscheiben beschränkt und eben nicht im Tunnel nach vorne. Oder super, super wenig. Lieber Michel, wir haben noch ein paar Sachen zu besprechen. Ja. Mahlgrad, Replizierbarkeit, insgesamt Bedienung und so weiter und so fort. Machen wir auch, aber sollen wir mal einen Espresso machen? Wir machen erst Espresso und dann würde ich sagen, nach dem Espresso sprechen wir über den Geschmack. Und dann würde ich sie auf jeden Fall noch aufmachen, Flapper-Thematik noch besprechen. Ja, Cappuccino müssen wir heute keinen machen. Cappuccino machen wir keinen. Lustig, dass mich jetzt Henrique in der Nase voll an Appas erinnert, weil er richtig Marzipanik gerade ist. Wir trinken jetzt Henrique, die ganzen Tests haben wir natürlich wie immer mit Appas gemacht. Standardmäßig machen wir das immer mit dem gleichen Espresso, auch wenn wir jetzt einen anderen brasilianischen Kaffee trinken. Espresso ist sehr cremig, Michel. Das ist geile Textur. Die Extraktion war jetzt auch wirklich... Kein Durchschuss, gar nichts. Das macht einfach Spaß. Und ich finde ihn sehr süß. Mhm. Wir arbeiten jetzt hier mit den verbauten Italmehl 83er Mahlscheiben. Also wir haben jetzt hier keine anderen Mahlscheiben, sondern haben einfach die klassischen Mahlscheiben genutzt. Und ich muss aber sagen, ich würde es genauso machen. Also na klar kann man auch ein bisschen rumexperimentieren und natürlich gibt es auch einige wenige andere Mahlscheiben, die hier funktionieren. 83 ist jetzt nicht so eine super Standardgröße. Es gibt aber andere. Und dennoch, das ist jetzt ein guter Espresso. Genau, also ich bin voll bei dir. Ich finde ihn sehr cremig, sehr süß, sehr balanciert. Auch eine schöne Säure, aber perfekt integriert. Mhm. Und das widerspiegelt wirklich auch, was wir gemessen haben. Also Standardmahlscheiben, Originalsetting, sind wir schon bei einer Peakbreite. Wir messen immer drei verschiedene Messgrößen, aber beim Espresso vor allem die Hauptgröße der X50. Also alle Partikel, die gemessen werden, was haben die für einen Mittelwert? Das ist einfach so ein Indikator, in welchem Bereich wir vom Mahlgrad uns bewegen. Dann messen wir die Fines in prozentualem Anteil unter 100 Mikrom Durchmesser. Und wir messen den Hauptpeak. Und das ist für uns nach den ganzen Mühlentests, die wir bis heute gemacht haben, so der sensorisch wichtigste Indikator. Also Fines haben oft noch so einen Hinweis dafür, dass wir eine gewisse Textur haben. Haben wir jetzt hier auch. Wir haben auch relativ viele Fines. Ja, wir haben 28%. 28%, ne? Genau. Das ist im Kontext mit anderen Mühlen, sage ich jetzt mal, eher so ein bisschen gehobener. Aber es hängt natürlich auch von der... Und ich will jetzt hier nicht Breite des Hauptpeaks sagen, sondern Schmale des Hauptpeaks. Hängt natürlich auch an der Schmale des Hauptpeaks. Ja. Weil dieses ist relativ schmal. Ja, wir sind bei etwas mehr als 200, um genau zu sein, bei 205. So, um das in Kontext zu bringen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich Mühlen, die unter dem 300er Wert schon gut sind. Unter 250 ist eher so sehr gut, sehr balancierte Tassen. Auch differenziert. Zum Teil holen die auch recht viel raus von dem, was wir von einem Kaffee erwarten. Manchmal kippt es dann, dass dann ein bisschen Textur fehlt. Ja. Aber hier haben wir jetzt eben doch auch diesen relativ hohen Feinsanteil, der in diesem Zusammenspiel uns eigentlich viel Balance gibt. Mega, mega toller Kaffee. Eben dann unter 200 kippt es dann oftmals in sehr komplexe Richtungen.
merkt man zum Beispiel an den, wir haben die DF64 dann mit SSP probiert. Da fallen wir dann in den Range von etwa 175, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und da, die habe ich auch zu Hause sehr viel ausprobiert. Das waren dann schon sehr komplexe Tasten. Ich mag das. Der Körper hat ein bisschen, wie du schon gesagt hast, dann ein bisschen darunter gelitten. Und das finde ich jetzt hier, also ich finde gerade etwas schade, dass wir nur 22,5 Gramm pro Taste ja. haben. Warst du wieder so geizig? Mhm. Ich würde sagen, wir machen gleich einfach noch einen. Aber erstmal, ich würde sagen, hier passt jetzt wiederum Haken dran ziemlich gut. Ja, voll. Also ihr werdet sehr leckere Espresso-Brühungen haben. Das kann die Mühle. Ich finde auch den Range zum Einstellen, durch das es der Deckel halt auch so groß ist, weil 83er Mahlscheiben drin sind. Ich war jetzt erst etwas zu fein bei 10. Dann bei 20 war ich dann etwa bei 16 Sekunden und bin jetzt zu 15 zurück und bin jetzt bei 26. Mhm. Also relativ breiter Range mit relativ wenig, in Anführungs- und Schlusszeichen, Einfluss. 5 Punkte, die mir diesen Zwischenbereich zwischen 16 und 25 Sekunden für das gleiche Getränkeverhältnis hingeben. Das macht euch die Reproduzierbarkeit einfacher. Wir haben das auch gemessen. Wir haben einen Partikelunterschied zwischen dem Test 4, also eben diesem Protokoll, was wir immer als Indikator nehmen für die Partikelwerten, und dem Test 7, wo wir erst auf Ristretto gehen, dann auf Café Creme, also ein Lungo-ähnliches Getränk, und dann wieder zurück von knapp 20 Mikron Differenz. Das klingt nach relativ viel. Wir hatten andere, die waren da weniger. Ich hatte aber auch in persönlichen Tests mit der Mühle nie das Gefühl, dass das jetzt super groß ist und dass ich wirklich den Punkt finde. Okay. Also man kann eigentlich sagen, ab 10 ist sehr schwierig erkennbar und auch schmeckbar. 20 würde man merken. Sprich, ja. In anderen Worten, es war laut unserer Partikelverteilungskurve nicht so einfach, den Punkt wiederzufinden. Ja. Du sagst aber, du fandest es jetzt im Real Life nicht kompliziert. Nein. Auch hast selber damit gearbeitet zu Hause, hast unterschiedliche Rezepte eingestellt, bist zurückgekommen und es war kein Thema. Und es war kein Thema. Ich würde es dann eher am Alterungsprozess des Kaffees zuspielen, dass ich dann etwas feiner gehen musste. Und es waren dann auch nicht, es war dann nicht irgendwie 3 Striche oder so, sondern es war dann immer so ein Schritt von einem knappen Strich. Michel, ich will es dir jetzt nicht verstellen, aber ich muss sagen, ich finde, es fühlt sich sehr elegant an. Also dieses Drehen, wie wir den Mahlgrad einstellen, das hat auch wiederum diesen wertigen Touch. Ja. Es macht Freude, ne? Ja. Es ist nicht so, ich drehe hier so an so einem kleinen, fisseligen Drehrad, sondern, hey, ich habe da was in der Hand, es ist groß, es ist ein Durchmesser. Es ist einfach, also mir gibt die Mühle irgendwie Freude beim daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, ich habe hier was Schönes, was Gutes, was Schickes auch und macht mir Spaß neben meiner Maschine. Ja, auf jeden und Fall. Also genau, so viel vielleicht zur Bedienbarkeit und auch zur Mahlgrad Wiederholbarkeit. Und wir können ja gerade beim Ausbauen des Flappers dazukommen, auch Reinigung. Ja. Also wir kommen sofort an die Mahlscheiben, zeigen wir gerade einmal vor. Was haben wir gelernt? Man muss immer ausstecken. Genau, ne? Steck mal aus. Es gibt da so eine Mühlendisziplin für alle, die das Video noch nicht gesehen haben. Wir haben um die Wette letzte Woche Mühlen auseinandergebaut. Erste Geschichte war immer der hier. Muss ich den Michel immer dran erinnern? Ja. Sei doch ehrlich. Ja, weil ich einfach... Bei einer Mühle macht das, also wenn sie auch auf ist, auf jeden Fall, hier... Ja, nein, das macht Sinn. Ich möchte gar nichts dazu sagen. Ich stelle sie einfach immer ab und stecke sie nicht aus. Aber ausstecken, safety first auf jeden Fall. Also erstmal Pumpe weg. Ich nehme den Becher auch mal weg. Dann könnt ihr das Rädchen hier lösen. Der Markierung. Ich habe jetzt hier hinten, durch das es richtig angezogen ist, auch wie einen kleinen Kratzerpunkt oder so, wo ich erkenne, wo ich es wieder drauf machen soll. Das ist halt das Einzige, wenn man das dann nicht genau wieder am gleichen Ort macht, habt ihr natürlich einen anderen Mahlgrad. Und dann ist das wirklich einfach einmal aufdrehen, jetzt auch nicht eine halbe Stunde, einmal weg. Und dann habt ihr hier diese Gummis hier, das sind übrigens die zwei anderen Gummis, die noch im Lieferumfang mit dabei sind, wenn ihr die mal verliert und ihr seid wirklich direkt auf der
Mahlscheibe. Und ihr seht jetzt auch mal diesen Durchmesser von 83 mm. Das ist echt mega groß. Also da ist ordentlich Platz vorhanden. Genau, dann habt ihr diese Spange einmal. So, dann geht ihr an die beiden Schrauben hier vorne. Das löst uns den vorderen Deckel. Den kann man dann einfach so leicht anheben und dann rausziehen. Genau. Und was man hier jetzt auch einfach sieht, ist, dass dieser Auslauf, der verjüngt sich. Also der wird vorne schmaler, was eigentlich nicht allzu viel Sinn macht. Das wäre so einer der Kreditpunkte an der Mühle. Der müsste ja eigentlich zumindest gleichbleibend sein, weil es immer wieder auch diese Verstopfung, die wir hatten mit dem Flapper, durch diesen verjüngenden Durchlauf, dann war also der Kaffee wirklich hier drin auch stecken geblieben ist. Das zweite, was ihr dann tun könnt, um an den Flapper ranzukommen, sind die beiden Schrauben hier innen zu lösen. Seid da wirklich mega vorsichtig, sonst fallen die euch in das Gehäuse rein. Das wäre sonst ein bisschen mühsam, da wieder ranzukommen. Was ihr dann drin habt, wir haben den vorher noch drin gelassen, wir hatten den schon mal draußen, damals ist er auch relativ sauber, ist dieser Flapper. Das wäre halt eine Empfehlung, wenn ihr das Problem habt, dass die Mühle mal verstopft oder bei gewissen Kaffees probiert, passiert das bei sehr feinen Mahlgrad, dann könntet ihr den theoretisch auch rausnehmen und dann einfach wieder zusammenbauen. Ich würde euch auch empfehlen, den Schlitten hier drin halt regelmäßig, vielleicht ist für das die Bürste, die es mitgab, einmal zu putzen, dass ihr hier diese Rückstände nicht habt, die einfach kleben bleiben. So, Strich wieder zu Strich. Alles wunderbar. So, und bei der letzten Umdrehung merkt ihr, dass ihr Widerstand drauf habt. Und dann geht es noch einmal zu. Und dann seid ihr aber bei 0, dann wirklich bei 0. Und dann würde ich einfach so, vielleicht auf 15 war ich jetzt jeweils, wieder aufdrehen. Wenn ihr jetzt dreht, dann schleift sie nicht. Und wenn ihr jetzt zudrehen würdet, dann wäre der Schleifpunkt der Maschine. Wenn wir jetzt über diese Mühle sprechen, wenn wir jetzt ein Fazit machen oder mal so überlegen, für wen ist das die richtige Mühle, da muss ich persönlich sagen, ich glaube, für ziemlich viele Leute. Ja, absolut. Also ich finde es eine echt gute Mühle. Ich würde einfach regelmäßig diesen Fallschacht, das ist echt ein gutes Wort, diesen Fallschacht mit einem dünnen Pinsel aus dem Baumarkt oder so, wo ihr da gut reinkommt, einmal kurz reinigen. Aber das ist so die einzige Kleinigkeit, dass dieser halt verjüngend ist, die ich irgendwie kritisieren kann. Und das Kabel. Und ja. Und ein bisschen der Rückstand, wobei das im Verhältnis zu der dicken Mühle und so weiter und so fort wirklich Meckern auf allerhöchstem Niveau ist. Ansonsten performt die Mühle in allen Kategorien gut. Absolut. Und wenn ihr seht, vorher auch beim Auseinanderbauen, wir haben die Mühle vorher nicht gereinigt. Mhm. Wir haben gemahlen, Kaffee gemacht, ausprobiert, nochmal eingestellt. Und trotzdem war die Mahlkammer echt leer. Und ich glaube, der Todraum kommt hier, oder ich bin überzeugt, der Todraum kommt nur aus dem bisschen, also klar, wir haben einen gefüllten Bereich, da ist noch ein bisschen drin und ein bisschen dann halt im Schacht. Ansonsten ist es echt eine Top-Mühle, absolut. Und was macht eine Top-Mühle besonders aus? Leckerer Espresso, und auch den haben wir hier getrunken. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt nochmal, während wir hier jetzt mit diesem Video zum Ende kommen. Euch eine gute Woche wünschen und dann ziehen wir uns noch den einen oder anderen Shot. Bis dahin sagen wir, passt auf euch auf, tschüss, bis die Tage, wir sehen uns.